Okay, wollen wir unser neues Spielzeug testen? Ein wunderbares herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Half-Life Pogo 646. Das letzte Mal hier in dem Kanalarbeiterbüro, wo wir diese Notiz gesehen haben, welche besagt, wir sollen uns an das rote Rohr halten und es wird uns direkt zur Bibliothek leiten, wo wir hin müssen. Wir gehen durch diese Tür und gucken mal, was uns erwartet. Wahrscheinlich wieder ein Haufen Monster. Er hat ja gesagt, das ist so ein richtiges Labyrinth hier unten. Wir müssen uns das hier wahrscheinlich orientieren und immer dem roten Rohr folgen. Das ist ein Jump Toad. Achso. Alles klar. Jump Toads sind gefährlich. Nicht nur ein bisschen anscheinend. Heilige Scheiße, die Viecher explodieren ja richtig ekelhaft. Okay, lass die Jump Toads in Ruhe. Daily News, your daily news. Okay, ich dachte, das konnten wir lesen, aber anscheinend nicht. Eine Ratte. Eine besiegbare Ratte anscheinend. Hier lassen wir die Ratte einfach mal Ratte sein. Rade. Jetzt schon ekelhaft. Ich habe jetzt schon die Orientierung verloren. Oh. Ah, hier, das rote Rohr. Okay. Perfekt, aber hier hinten ist noch was. Da ist noch ein Abfluss. Da möchte ich erst noch gucken. Oh, und ich habe gerade schon einen Headcrab übersehen. Oh, hier geht's aber auch lang. Ah, hier. Ah nein, das ist nur auf der anderen Seite, okay. Nur nicht übermütig werden. Hier ist noch ein Newspaper. Oh ja, aber sonst nichts. Train Street. Oh, das war einfach. Fragezeichen. Ratte. Train Street. Aber hier oben können wir nicht hin. Oder können wir? Können wir? Wollte mich nämlich eben schon wundern. Aber das ist noch nicht der richtige offizielle Weg, weil hier ist anscheinend irgendein Secret mit ein bisschen Sprengstoff. Und ein paar Spinnenweben. Mit einem Jump Toad. Nein! Okay. Dumm. Wir sollten am besten nicht darunter fallen. Oh Gott. Ja, wir sollten nicht darunter fallen. Einen Moment. Halt, stopp! Nein, 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 nein. Nein, 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 eine Sekunde mal. Okay, da haben wir doch die coole Musik. Weil hier ist doch anders. Okay, hab verstanden. Das war der richtige Weg. Okay, National City Library. Okay, wo sind wir rausgekommen? In den Hinterhof. Wieder. Ich musste gerade alle sechs Main-Soundtracks runterkurbeln in den Dezibel, mindestens über die Hälfte, damit sie auch annehmbar hörbar ist und nicht gerade das komplette Trommelfell mir zerballert. Also ja, sind wir jetzt in diesem... Ich weiß gar nicht, wo sind wir denn hier? In irgendeinem... Das ist doch noch nicht die Bibliothek, oder? Das ist doch irgendein Haus.
Excuse me. Okay. Tür 1 zu, hier ist jemand tot. Das wird kein gutes Omen. Außerdem musste man Licht anmachen, weil es gerade verdammt schnell dunkel draußen wird. Zimmer 2 auch kaputt. Zu, was auch immer. Natürlich ist der Keller offen. Greifen. Schön, dass es sie nach der Hälfte nicht mehr interessiert. Okay. So. Okay, hier geht's noch lang. Was ist oben? Oh. Okay, dead. Hier oben liegt noch was, aber ich bin verwirrt. Wo geht's jetzt eigentlich offiziell lang? Weil es kann ja schlecht in zwei Richtungen gehen. Das wäre dumm für ein Spiel. Bisschen suboptimal. Auf jeden Fall jetzt hier raus und hier raus. Aber das ist dann wieder... I see, wo... Das ist dann... Okay. Wir hätten da auch reingehen können, aber ich habe vorhin überhaupt nicht gesehen, dass da eine Tür ist. Mann, bin ich dumm. Na gut, aber ich habe es nicht gesehen, also... Ist das hier doch der richtige Weg? Hier sieht's aus, als wäre was... Oh, oh. Ist da was durchgekommen, was nicht durchkommen sollte? Nehmen wir das hier mit. Und eine Meterabmessung sogar. Wir kommen sogar näher. Und doppelte Zoom-Stufe. Alter, wie cool ist das denn, was für Waffen wir alles haben? Aber das müssten eigentlich alle gewesen sein für das Spiel, glaube ich. Und wir haben noch Bolzen bekommen. Genauso wie ein Zettel. New Code for Gate. 6732. Ich habe keinen Stift. Stift. 6732. Bücher. Steht nichts anderes drauf? New Code for Gate. 6732. 6732. Kratworten. 1969. Keine Ahnung, was für ein Ort das ist. Hier. Hier geht's nicht durch. Oh. Ich hab's gewusst. Ich wusste es so genau. Immer wenn man backtracken muss, kommt noch ein Viech an. Upsala. Sechs, sieben, drei, zwei. Ach, das ist jetzt bestimmt das Tor hier vorne. Ah, ja, ich musste mir nicht mal merken. Alles klar, okay, cool. Kann ich ja direkt das wieder löschen mit meinem Handy. Nein, Moment. Nicht one way. Hallo. Please. Oh. Danke. Hallo? Da ist ein Medipack drin. Wie soll ich denn da reinkommen? Oh, anscheinend so. Und da war noch... Oh, da war noch Bolzen drin. Hier ist es verdächtig ruhig. Okay, wollen wir unser neues Spielzeug testen? 20 Meter. Kopf. Okay, nicht schlecht. Also, da hatte ich schon schlechtere Waffen.
ist also hier irgendwie die... Das ist die Bank. Da müssen wir nicht rein. Wäre aber auch interessant. Oder? Ja, verdammt, die Bank ist dicht. Gott, das sieht irgendwie cool aus. Daily News, das ist aber nicht die Library. Oh Gott, das war knapp. Okay, platt. Okay, das ist wieder ein... Oh Gott. Ich hasse diese Viecher so. Die haben mir viel zu viel Leben. Einen viel zu großen Vorteil. Das hier ist... Sind alle halb so zombifiziert. Das sieht komisch aus. Das war einfach nur ein... Also das war ein Mitglied... Ah, von der Universität. Oha. Was macht der denn noch so spät hier draußen? Da oben ist noch ein Zombie. Excuse me. Okay, hier ist eine Ledge. Dann kommen wir hier... Dann kommen wir hier rüber. Dann einmal hier hoch. Der springt runter und hier oben haben wir einen Haufen Munition. Nice. Und noch eine... Keine Ledge. Okay. Das war ein kleines Versteck. Sehr schön. Ich glaube, wir hatten nämlich ein bisschen wenig Munition. Nur so 100 oder wahrscheinlich 200. Was in dem Fall wieder in Ordnung gewesen wäre. Okay, was ist hier in der Ecke? Mülleimer. Okay. Mehr Mülleimer. Okay, und hier eine Treppe. Wo geht's denn hier? Es ist was Böses. Rein, rein, rein. Mach die Tür zu, mach die Tür zu, mach die Tür zu. Tür zu! Hallo! Danke. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Das hat dann schon ein bisschen Angst. Auch wenn man weiß, dass das wie physikalisch hier überhaupt nicht hoch kann. Aber hier sind noch mehr Munition. Also das hat ja genau gepasst. Oh, eine Steckdose. Telefon, Telefonlampe und ein Zettel. Dear Mr. White, we installed a new security gate for your bridge entrance. Today's security code is 4493. Regards... Lock... Was? Moment, wie hieß der Typ? Stuart Lockpick. Ach, hahaha, lustig. Lockpick. Umgedreht heißt es Picklock, was Türschloss heißt. Ach fuck, jetzt müssen wir hier wieder raus. Ach du Scheiße. Ja, warte, das machen wir auch schnell. Elegant. So, dann würde ich aber auch hier wieder sagen, bevor wir uns das Security Gate angucken, machen wir wieder einen Cut und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hat euch das gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao.